kannst doch so gut Erde gerade kloppen, ne? Erde gerade kloppen, ja. Kannst gleich mal oben im Wohnzimmer, da habe ich noch so ein Ding freigelassen, wo man den normalen Felsstein sehen kann. Da nicht mal eben Erde gerade machen, also Erde reinschmeißen kannst. Ich farm jetzt noch welche Ja. und die dann gerade da rein machen kannst und halt die Fläche gerade ziehst mit. Ja, mach ich. Weil darin bin ich ein völliger Noob. Ja, das kann ich gut. Mach ich mal eben. So. Charlie ist heute sehr still, ne? Ja, weil Hochkonzentriert ich bei der Arbeit. einfach, ja, und müde. Und müde. Falls ihr irgendwann anfangen sollte zu grunzen, schmeißt mich einfach aus dem TS, dann. Nee, das lassen wir drinnen. Ja, Sonst, das habe ich mir genau. gedacht. Best of Charlie Moments, genau. Oh, Das war auf einer Party, wenn jemand einschläft mit Edding beschmieren und so. ja, wer abkackt, wird angemalt. Ja. Naja, kenne ich. Das wäre ja eigentlich schon cool, nur wir können Charlie ja leider nicht mit Edding anmalen. Dann Nee. müssen wir dich auf eine andere Art blamieren, indem wir dich einfach drinnen lassen. Das ist böse. Ich weiß auch, wo ungefähr, in welche Richtung Charlie ungefähr wohnt. Und es ist auch gar nicht so weit weg. Nee, das stimmt. Da fährst du dann Und schnell wisst ihr, hin was und das, malst den an, oder wisst ihr, was das fiese ist? Na? Meine Frau würde sogar mitmachen, die würde dich reinlassen und dir den Edding geben. Sehr gut. Wahrscheinlich wird sie noch Fotos machen. Ja, auf jeden Fall. Die wird das auch schneller posten, wie du Facebook sagen kannst. Ja. Glaube ich. Bist du schon fertig mit Erde farmen? Nee, ne? Ich habe gerade angefangen. Ach so. Ja. Jetzt eben doch nicht. Wenn man so eine Frau hat, braucht man keine Feinde mehr, ne? Auf. Nein, ich liebe meine Frau. Ja, das hat sich clever Gerade noch so rausgeredet. gerettet. Ja. Ja. Wir kriegen hier überhaupt kein Licht, hä? Kann das sein? Warte. Nee, irgendwie ist sie ziemlich dunkel. Das liegt wahrscheinlich an dem einen Stein hier. Oder an Der dem eine hier. Stein. Oder an dem. Irgendwie. Wo steht denn die Sonne? Die Am steht Himmel. genau da. I found a love that wonderful days Wo belong bist to du? the best. Was? Ich bin oben. An der Burg. Also an der zukünftigen Burg. Ah, hier. Warte, ich kann dir mal die ganze Erde geben. Schau, Flo, ich hab dir die da hingelegt. Wo denn? Ach da. Kann ich nicht aufheben. Was? Kann ich nicht aufheben. Ich kann sie nicht aufheben, weil sie verbuggt ist. Muss man wieder in die Kiste reinpacken. Ja, okay. Die neben dem Grill. Jo. Da lasse ich das rein. Ach, vielleicht lag es auch daran, weil ich gerade am Fliegen war. Ja, Da das ist wäre die Erde. natürlich auch. Oh, heute müssen wir noch LKW fahren. LKW fahren? Wieso musst du Ja, LKW fahren? ETS. Warum? John ist gerade online gekommen von der Spätschicht. Ah. Daisy ist gerade online gekommen. Ja. Hier, da ist das. Ach so. Da bin ich zu intelligent für. Merke ich schon. Er muss jetzt da echt eine Lampe hinbauen, nur für das Scheiße, und dann du weißt, dann nicht heller wird. Warum hackt's bei mir die ganze Zeit? So, dann mache ich unser Wohnzimmer mal schön hier. Ja, machen wir. Beziehungsweise erstmal Erde ins Wohnzimmer reinschütten. Meine Hand schläft ein. Echt? Weg sie ja gerade auf. nicht so cool. Die Fremde. Die Fremde. Die fremde Hand. Nee, die Fremde heißt das. Also, liebe Kinder zu Hause, ignoriert es einfach, ignoriert es einfach, ignoriert es einfach. Ja, bitte. Einfach ignorieren.
Wenn nicht, schreibt Charlie an, der wird euch ganz genau sagen, nein, was ich da handle. Nein, wird er nicht. Ja, YouTube-Channel okay. Werde ich auch unten verlinken von Charlie. Ja, ich auch. Stimmt. Er ist Dr. Sommer 2. Genau. Oh Gott, nein. Nicht? Ihn könnt nein, ihr ganz nein, nein, genau nein. fragen und falls euch keine Antwort gibt, dann ist er, ne, wie ihr gerade eben gehört habt, am Schlafen. Und, dann müsst ihr erst recht. Mit der Unbekannten. Genau. mit der Fremden, so rum. Da müsst ihr ihm noch mehr schreiben, damit er ne, aufgeweckt wird. Aufgeweckt. Ja. Ach, hier sind Lichter, gell? Lichter brauchen wir mehr. Also echt, warte mal, große Laternedecke. Na, die Menschen reicher. Das ist Loch. So, so ist halbwegs. Ja. So gehst du langsam halbwegs. Oh. Aber ich sehe da gar nichts. War echt beschissen, wenn man da nichts sieht. Ja. Warum sieht man nichts? Also hast du nicht mehr den krassen Durchblick. Bist du schon ein bisschen ein Klugscheißer? Ja, ich sag doch, ich bin zu schlau für die Arbeit, die Flo gerade macht. Was? Ist doch schon fertig jetzt. Kannst du deine Platten hier reinsetzen? Na, ich will da keine Platten reinsetzen. Ich will da ein paar Baumsaplings und ein bisschen Blumen reintun und so, weißt du? Ach so. Ja, was für ein Auge. Dann brauch ich noch mehr. Flo? Ja. Ach so, ja, du bist ja noch. Ja, dann farm ich jetzt noch was. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Erde. Ich muss hier den ganzen Stein hier raushämmern, damit das optisch alles passt. Müssen wir Fackel besorgen, weil mit der Laterne wird das noch nichts. Ja, das Problem ist, sobald da irgendwie Stein im Weg ist, ist es halt beschissen, da den Sand zu platzieren. Ach so, ja, wegen der, ne, wegen wie der, bei, sag schnell, Showtex Werkstätte, da bleibt diese Lücke, ne? Ja. Was für Lücke. Und deswegen mach ich das lieber gleich richtig. Ja, dieser kleine Spalt zum Glotzen. Ach, hier haben Holzstücke, genau. Kommen wir gar nicht klar. Fackel machen wir mit Fackel noch. Wackelhalterung. Ach Flo, ich habe heute mal eine Welt erstellt im Singleplayer, wo ich Creative anhatte, ne, also eine ja. Creative-Welt. Und da war bis jetzt noch kein Unterschied zu einer normalen. Ne? Also ich musste auch halt alles selber erfahren. Okay. Das fand ich sehr komisch. Weil wo halt hier nichts mehr funktioniert hat, ne, wo auch die Seite down war von den Entwicklern, habe ich halt gedacht, das Update war da, ne, und wollte dann halt im Creative Mode mal gucken, was es alles gibt, ne, ja. Und rumfliegen, wie das alles ausschaut und ja, dann habe ich halt gemerkt, kein Update und ich habe halt auch gesehen, kein Update, kein Spaß. Ja. Update, kein Spaß und das halt, dass ich keine Items oder so einfach so aus dem Inventar ziehen könnte, weißt du? Okay. Oder alles zur Verfügung hätte. Oh Gott. Ah, warte mal, das können wir eigentlich hier machen. Das sieht echt cool aus. So. Was ich an Hidan ja bewundere, der hängt ja wirklich die ganze Aufnahme nur in seiner Höhle und farmt Steine. Ja. ja, ich nehme auch nicht auf, weil ich halt einfach wirklich nischt irgendwie. Ich bin müde. Ja. Ja, das ist auch noch ein Problem. Der Jugend immer Grüße nach unseren Abonnenten, hat er gerade geschrieben.
Der wollte nämlich einmal 3 spielen. Der U-Gamer. Und er hat gesagt, ja, nee, ich nehme gerade auf. Er hat gesagt, grüß an die Abonnenten. Hallo Abonnenten. Gruß zurück. Ja. Du bist ja auch ein Abonnent, Charlie. Ja, ich bin auch Abonnent, ja. Ich bin auch Abonnent von dir. Bist du? Bist du? Was? Weiß ich dir wieder Stein zu. Wie viel Sand hast du denn geholt? Warte. Nochmal 64 und 24. Ja, dann kommen wir wieder. Bist du denn? An der Kiste. Schmeiß reiner das Zeug. Ah, danke. So, sehr schön. Dann machen wir direkt nochmal weiter hier. Sind auch schon Formen, wie du sehen kannst. Ja, ich hatte es gesehen, also wo ich gerade eben noch da war. Das war sehr, sehr geil. Irgendwas muss ich hier können. Ja, das ist wohl wahr. So. Weiß nicht wieso, aber ich kann Showtextur nicht mehr aufmachen. Okay. Also zur Werkstatt. Dann machen wir mal wieder Flo's dicke Melonen. Wieso, wo habe ich denn dicke Melonen gesetzt? Mitten auf der Wiese. Echt? Oh. Na, einfach so gewachsen, das ist dein Server, also. Ja. Leuchtet ein, ne? Ja. Hä? Ach, hier bin ich. Ja. Ach, jetzt. Machen wir die Bahn. Wie machen wir denn die Bahn zum Schluss? Ja, also auch liebe Zuschauer an dieser Stelle auch nochmal. Wenn ihr irgendwie Ideen oder Vorschläge habt, was wir bauen sollen, hier in Rising World, dann schreibt es einfach da unten in die Kommentare auch nochmal rein. Nicht zu vergessen. Und natürlich haben Kommentare von Zuschauern, die uns abonniert haben, natürlich bessere Chancen, dass sie Sachen auch bauen. Ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, geplant haben wir ja schon eine chinesische Mauer. Ja, die haben wir schon geplant. Zweimal? Was? Die chinesische Mauer zweimal. Stimmt. Damit wir vielleicht ein bisschen größer werden. Ey. Also das wären dann 10.000 Kilometer. Ungefähr, ja. Hat er mal geguckt, wie lange die chinesische Mauer ist? Liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, wie lange die chinesische Mauer ist, einfach schreibt es unten in die Kommentare rein. Danke. Und der erste gewinnt? Das neue Addon vom. vom Landwirtschaftssimulator. Ey, da gibt's ein neues Addon jetzt, ne? Echt? Passt ja. Dir. Ja, Mensch, für 10 Euro. Ja, es gibt 3 neue Frontlader oder so, ne? Hey. Whee. Für 10 Euro ist aber ein bisschen happig, oder? Ach! Ist nicht wahr. Die werden ja so wie EA. Ja, natürlich. Hey, Marmor! Mach mal die Burg Marmor. Kannst du aus der Burg kannst du machen, was du willst. Und wie lange gab es sie jetzt schon so als normale Mod? Ich habe keine Ahnung. Gab es schon als normale Mod? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Echt? Ja. Ohne Witz? Ja, die UBCs, ja klar, die habe ich schon als normale Mod rumfahren sehen. Krass. Ja, ohne Flachs? Das ist schon... Und sogar in schön. Ja, aber die von Giants sind natürlich federfrei, ne? Ah. Im Lock. Jetzt nimm doch die scheiß Melone ja, dann. Aber? Ja, dann kosten noch keine 10 Euro. Ne, die kosten nix. Ja. Sind aber nicht federfrei, ne? Ja, gut. Aber gab's auch ein Lied von Helene Fischer. Keiner ist fehlerfrei. Kühlt jetzt Physiko, warum ich das nicht kenne.
Wir fliegen zusammen. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin auch DJ nebenbei. Und ich musste den Song leider Gottes auf ein paar Hochzeiten spielen. Ich hätte es auch gern nicht getan, aber ich muss es tun. Ach man. Weißt du, musst du immer wenn diese Frage kommt, so, hast du auch Helene Fischer? Nein. Nein. Entschuldigung, Helene wer? Was? Florian Silbereisen? Ja, den kenn ich ja. Großer Typ, ja. Nein. Nur weil er Florian heißt. So. Natürlich. Ey, ganz ehrlich, wer Florian heißt und mit Helene zusammen ist, der. Ja. Ne? Stimmt, holst du dir auch immer so Fotos von Helene Fischer und Florian Silbereisen und schneidest dann deinen Kopf da rein. Ja. Das wäre eigentlich eine lustige Idee. Aber das wäre bestimmt eine Copyright-Verletzung. Das wäre mir halt ekelhaft. Helene Fischer sieht gut aus. Das auf ihr Alter? Die ist 30 oder so. Ja, sag ja auf ihr Alter. Ja. Naja, 2x9 ist auch 18, ne? Ja. Jetzt rede ich mal. Böse. Ja. Ich weiß. So, ey, Alter, was hat. Oh, was ist denn das hier für ein. Ich muss hier auch nur korrigieren und nur korrigieren mit diesem scheiß Sand. Hast du noch mehr Sand geholt, Fail? Ich wusste nicht, dass du noch mehr brauchst. Nein, ich komme nicht mehr raus. Vermutlich schon. Ja, dann gehe ich wieder Sand farmen. Habt ihr wisst ihr was davon, dass die Entwickler von Dead Space 3, also die Headcrabs gemacht haben, nachher in psychologische Behandlung mussten? Die was gemacht haben? Diese Headcrabs, also wenn du die Leichen, die auf dem Boden liegen, da kommen so kleine Krabbelviecher an und sind dann praktisch der neue Kopf von diesen Viechern, die dann wieder zum Leben erweckt werden dadurch. Okay. Habt ihr schon mal Dead Space gespielt? Dead Space 3? Nein. Oder so? Nein? Okay. Weil die mussten sich Bilder von zerstückelten, verbrannten oder generell ziemlich ekligen Leichen angucken, um daraus ein möglichst komisches Monster zu erschaffen. Okay. Ja. Berufsschicksal, ne? Ja. Ja, aber auch wohl die Sterbeschreibung nicht gelesen, wa? Genau. Boah, ey, das ist ziemlich hart. Kacke hier, ey. Du musst dann schon wieder. Ich kenne jetzt nicht so hin, wie ich es haben möchte hier. Das ist das Problem. Wo ist denn meine Halterung her? Nein, nicht den Hammer. Ja, ich habe gehört, dieses Jahr zum Oktoberfest gehen wir alle zu Showtank. Was? Ja, wir waren. Du wohnst doch gar nicht so weit weg davon. Du wohnst in Kilo. Bayern. Ja, ja. Aber das mein Kollege von mir zieht auch nach Bayern, mein bester Freund sogar. Ja? Ja, nach Wieso? München. Weil er seinen Doktor gemacht hat. Okay. Doktor des Ingenieurswissenschaften. Und jetzt irgendwo an der TU München, glaube ich, arbeitet. Ich glaube, das ist TU München, ja. Und da seine Forschung vorantreibt. Na, geht doch rein. So. Ich frage mich, wo mein blöder Sand bleibt. Mann, ey.